direkten Halle 3 am Mars-Stand. Das ist zumindest gefühlt der größte Stand der ganzen Halle hier und haben den Simon aufgetrieben, der uns jetzt ein bisschen was erzählt, was Mars an neuen Produktinnovationen hier vorstellt und warum es der Weg eben zur Boot nach Düsseldorf lohnt. Simon, schieß mal los. Ja, wie jedes Jahr haben wir auch dieses Jahr wieder einige schöne technische Innovationen für euch dabei, haben auch noch ein Gewinnspiel am Laufen. Jeden Tag gibt es schöne Preise zu gewinnen von Maris natürlich. Auf der technischen Seite haben wir heute natürlich den Fusion 52X dabei, unseren absoluten High-End-Regler, der auch viele Neuerungen mit sich bringt, die es bisher bei Maris in der Form noch nicht gab. Zum anderen neuen Computer, den Smart, ich sag mal einen sehr, sehr schönen, gelungenen Mittelklasse-Computer. Gibt es in unterschiedlichen Farbvarianten, könnt ihr gerne bei uns am Stand euch anschauen. Hinter mir auf der linken Seite haben wir auch unsere Freitauchecke dieses Jahr wieder. Da haben wir unsere drei Athleten dabei, den Nick, den René und den Christian. Die stehen euch da auch gerne mit Rat und Tat zur Seite, was das Freediving angeht. Auf der anderen Seite vom Stand den Sergio Angelini, unseren Entwicklungschef. Da geht es dann immer ein bisschen mehr in die Tiefe, wenn es um unsere Rechenmodelle bei den Computern geht. In unserem Taschenbereich haben wir auch noch eine Neuerung aus unserer schon im letzten Jahr gelaunchten Yacht-Serie, haben wir jetzt auch eine passende Tauchtasche gemacht. Das Besondere an der Tasche ist, man kann sie sowohl zum Reisen verwenden, als auch dann als Aufbewahrung für den Schrank oder für den Keller, wo man eben das Tauchequipment reinhängen kann. Das trocknet sehr schön, man kann dann unten auch alles ablaufen lassen. Eine schöne neue Tasche, die auch sehr vielseitig einsetzbar ist. Die Top-Location der Dive Trophy war immer schon hier im Robinson Club in Summer Bay. Dive Trophy ist für uns hier in Summer Bay etwas Spezielles, weil eines unserer Hauptangebote, was man einfach neben einem